Ich mache eine ganz kurze Vorstellungsrunde, dass ich wüsste, wer überhaupt da vorne sitzt. Stefan, der Gastgeber, er ist sicher als Radspezialist zu bezeichnen durch seine Erfahrung mit NoTubes. Hat da sicher auch sehr viel Business-Hintergrund und weiss ein bisschen, wie viel da verkauft wird und wo da die Trends hingehen. Die bekannteste Person da innen sitzt neben ihm, das ist der Thomas Frischknecht, langjähriger Mountainbiker und bis heute der erfolgreichste in der Schweiz. Er muss sich berufswegen mit Radgrössen befassen, weil unterdessen seine Rennfahrer nicht mehr einfach wie damals, als er noch gefahren ist, eine Standardgrösse wollen, sondern das jetzt ganz andere Dimensionen angenommen hat. Gerade links von mir ist der Laurenz van Hooyen. Er ist einer von der altdientesten, wenn er noch nicht so alt ist, aber einer von der langjährigen Fachjournalisten in der Schweiz. Wir haben ihn eigentlich eingeladen, weil er 27 und 29 Zollräder nicht gut findet. Ich habe gut gehört, das hat sich bereits geändert. Dann neben mir rechts ist der Roman Studer. Er ist da ein bisschen in der Funktion von einem Concept Store, Specialized Concept Store Händler, also von einer Marke, die sehr viel zu sagen hat zum Thema 29 Zoll, die sehr früh sehr gute Produkte gebracht hat in diesem Bereich und da sicher auch auf einen ganz einschlägigen Erfahrungsschatz kann zugreifen. Noch eins weiter, Thomas Weber, er ist Importeur von Da Vinci, eine Marke, die auf 26 Zoll setzt, soweit ich informiert bin. Oder wenn es nicht stimmt, kannst du das nachher gerade berichtigen. Er kommt aber vor allem auch ein sehr grosses Verständnis aus dem Downhill-Sport, wo die Radgrössendiskussion jetzt wahrscheinlich erst dann eben anfängt. Und das wird sicher auch eine interessante Perspektive sein, was so die Abfahrtsspezialisten zu sagen haben. Und ganz am Schluss noch der Roland Abächerli, arbeitet beim Schweizer Giant Importeur. Seine Erfahrung, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Das geht von Technik zum Rennsport zum Marketing. Ich glaube, du bist doch ein ziemlicher Allrounder, was Mountainbiken betrifft. Und aus dieser Perspektive sicher auch, was Giant, auch einer der grössten Hersteller auf der Welt, zu sagen hat. So, jetzt habe ich genug geredet. Gibt es irgendeine Frage von euch, die euch gerade so dringend brennt und wir gerade anfangen mit dem? Ja, ich habe eine Frage. Eher persönlich habe ich die Stellen, denn wir werden jetzt sehr viel über Radgrössen hören heute oben. Lieber zu wundern, wenn wir das Lieblingsrad aus der Garage, aus dem Keller nehmen, welche Radgröße hat das? Eine kurze Antwort, ich weiß noch was. Meins ist 26. 27er. Meins ist 29. Bis vor einem Monat ist es bei mir noch 26. Jetzt ist es 27,5. Ich kann mich da nicht so genau äußern. Ich kann nicht einmal sagen, welches das mein Lieblingsbike ist. Es kommt halt immer auf Bedingungen drauf an. Und jeder hat sein Gute. 27,5. Danke. Ja, wir könnten das Thema gerade aufnehmen, Laurenz. Du scheinst seit einem Monat einen Wandel durchgemacht zu haben. Was ist denn da jetzt passiert? Oder warum verpflichtest du nicht mehr einfach konsequent 26 zu? Der Wandel ist nicht erst seit einem Monat, der ist natürlich schon etwa anderthalb Jahre am Laufen gewesen. An der Eurobike 212 wollte ich eigentlich mal mit einem T-Shirt gehen, mit grün, mit weißer Schrift. Hin auf dem Rücken nur Zoll, vorne trau keinem über 26. Das habe ich gleich nicht gemacht und schon im Herbst 2012 erste 27,5 wieder können ausprobieren. Und für den Herbst haben wir wieder einen grossen Bike-Test für das Schweizer Outdoor-Magazin gemacht. Statt dass ein Drittel 27,5, ein Drittel 29, ein Drittel 26 war, ist es das mal 50-50 gewesen. 29, 27,5, kein 26 Zoll mehr. Weil es ist nicht mehr einfach, zum Testen über 26 überkommen. Vielleicht können wir da gerade den Link zu dir machen, zu Specialized, wo
da eigentlich schon eine wichtige Position hat. Und gibt's, ich habe gehört, Specialized gibt es jetzt nur noch 29 Zoll. Oder was ist da die Meinung von dem grossen Player? Aber wie siehst du das als Händler? Ich meine, der Lawrence hat jetzt gesagt, es gäbe einen Wechsel. Bei dir, deine Kunden, erleben die auch so einen Wechsel? Oder ja, sagen die, ich will weiterhin das Gleiche fahren? Ja, es gibt alles. Schlussendlich haben wir es immer so gehalten, jedes Mal, wenn etwas Neues kommt, hat es bei uns sofort Testwährung gegeben, so ist es auch jetzt. Und wir haben eine riesige Flotte an Testwährung. Und logischerweise in unserem Fall, weil wir halt sehr viele 29er haben, sehr viele verschiedene 29er. Und wir haben quasi nichts mehr anders. Jeder wohl noch 26er Testwährung auch an, wo sehr wenig gefahren werden. Schon länger eigentlich, jetzt sicher schon seit gut zwei Jahren fast gar nicht. Höchstens noch für eine kurze Vergleichsrunde, aber bei uns ist klar. Jeder, der bei uns ein Velo kauft, der 9,5%, der kauft das 29. Ganz einfach. Erstens kommt er bei uns nichts anderes über. Zweitens, und das ist sicher ganz wichtig, überzeugt man aber auch das Produkt. Also, für uns ist es sehr, sehr einfach. Wir machen uns im Moment das Leben sehr einfach, indem wir nichts anderes haben als Monobrennladen. Und wir haben aber auch diesbezüglich wirklich kein Problem. Es funktioniert sehr gut. Jetzt gibt es ja Hersteller wie Giant, wo ihr habt alle drei Radgrössen, so viel ich weiss. Was ist bei euch da vom Markt her spürbar? Oder wie tun die den Markt einschätzen, was die Radgrössen betrifft? Ja, ich denke, Giant als weltweit grösster Velohersteller hat ein bisschen zurückgeschaut. Offiziell nach aussen gesehen in den letzten zwei Jahren, aber im Hintergrund hat Giant bereits Anfang 2011 eine Entscheidung, ganz grosse, getroffen. Und haben ab Frühling, oder ganz früh 2011 angefangen, 27,5 entwickeln. Sie haben es damals sehr genau angeschaut, die drei Radgrössen. Das Interessante ist eigentlich, dass 27,5 nicht einfach irgendwie ein Kompromiss mit Abstrich ist, sondern das Interessante ist, dass 27,5 Vorteil von 26 und 29 Zoll sehr schön vereint. Und damals hat sich der Giant dafür entschieden und haben die lange Zeit eigentlich jetzt bis auf die Modellpalette 2014 Zeit genommen, um wirklich Velo mit Händen und Füßen zu konstruieren. Und das fährt sehr tief. Preise gehen bis High-End-Bike. Also ich glaube, Giant ist im Moment wahrscheinlich der Anbieter mit der grössten Palette an 27,5 Zoll. Es ist aber so, dass Giant 29 Zoll jetzt irgendwie im Regen steht, weil 29 Zoll hat absolut seine Berechtigung, nach wie vor selbstverständlich. Also, das bleibt bestehen. Es ist eigentlich schon so, 26 Zoll ist mit 27,5 Zoll definitiv ersetzt worden. Also ist für euch eigentlich 26 Zoll ist ein vorbei? Ja, es gibt bei uns noch die ganz günstigen Einsteiger-Schülerbike. Es gibt 26 Zoll und sonst gibt es eigentlich nicht mehr 26 Zoll. Das gibt es nicht mehr. Ich würde dir eine Anschlussfrage stellen, wieso eigentlich erst heute die Radgrössen-Thematik, die Radgrössen, rein von den Normen gibt es ja schon Jahrzehnte, wenn nicht schon Jahrhunderte, wenn sie verletzt sind. Also wieso hat es jetzt in den letzten 20 Jahren nur 26 gegeben? Und ja, wir stellen heute fest, so quasi, wow, jetzt sind wir 20 Jahre lang auf Gurken rumgefahren, sage ich jetzt mal ein Schlusszeichen. Ja, ich finde, das ist eine gute Frage. Das Interessante, oder echt, der Grund ist, wenn man die Geschichte von Mountainbike anschaut, damals die Jungs in Amerika, die haben einfach müssen auch was geben zum Velofahren, und die Schwindklunker haben einfach dummerweise 26 Zoll Rad gehabt, weil sie am stabilsten gewesen sind. Ich glaube, da gibt es die ersten Pioniere, die sehr schnell gemerkt haben, grössere Räder wären besser, die haben sehr viele Vorteile. Das Problem ist, dass einfach die Industrie nicht mitgezogen hat und es hat sehr, sehr lange kein Material rundherum gegeben, kein Pneu, kein schlaues Rad und auch zum Beispiel keine Federgabel. Aber jetzt haben sie ihn gerade vor 3 Jahren umgestellt. Also, ja, ich denke, die Industrie hat sich da einfach zuerst auch ein bisschen finden. Es ist sicher in den letzten Jahren viel vorangekommen mit zwei neuen Radgrössen. Sich jetzt müssen finden, was ist wirklich das Optimale. Aber warum es so lang gegangen ist, die Antwort, Frage zu beantworten, aus meiner Sicht, ist vor allem, weil Zulieferer einfach nicht mitgezogen haben, sehr, sehr lange. Da hätte man einen Rahmen können machen, aber wenn du keine Gabeln und kein Pneu hast und kein Rad, das kannst du kein Velo konstruieren. Oder? Ja, es hat ganz klar niemand den Mut gehabt, um da einfach den Schritt zu wagen. Und
die von dem auch überzogen war. Und das, darum hat es so lange gedauert. Und es hat auch bei den 29er relativ lange gedauert, bis das Ganze in Schwung gekommen ist, wenn man so zurückschaut. Beim 27,5 ist dann sehr zackig gegangen, der ganze Umschwung. Also hat lange nicht mehr so lange gedauert wie beim 29. Aber ich habe vielleicht dort noch ein Geschichtli zum Beifügen, wo mir der Tom Ritchie erzählt hat, was ein bisschen, was Geschichte mit dieser Radgröße so in sich hat. Weil seinerzeit hat der Tom Ritchie unter dem Namen der Ritchie Mountainbike eine Firma gehabt, zusammen mit dem Joe Breeze und dem Gary Fisher. Das sind eigentlich die gewesen, wo die erste Serie Mountainbikes auf den Markt gebracht haben. Also nicht die umgebauten Clunkers, sondern effektiv neu gemachte Rahmen mit neuen Komponenten dran. Und wo das gerade bevor die Firma entstanden ist, hat der Gary Fisher ist beim Tom Ritchie und hat ein Tandem vom Tom bauen lassen für sich und seine Frau. Und dann haben sie das besprochen, wie das der Tom sollte machen. Der ist vor allem im Rahmenbau bekannt gewesen und ist bekannt gewesen für seine Tandems, die er gemacht hat. Und dann hat der Gary ihm gesagt, du, schau, ich habe da gerade noch einen Rahmen hinten rein vom Joe Breeze, das ist eben der Number One Mountainbike-Rahmen von Joe Breeze. Und hat der am Tom Ritchie gezeigt und hat gesagt, hey, look, das ist cool, jetzt haben wir da, es geht in die Richtung, jetzt haben wir da, fangen wir an, speziell Rahmen machen für das, für die Sachen, die wir da machen im Gelände raus. Und danach sagt der Tom, ja, das sei lustig, er hat gerade letzten Monat auch einen Rahmen gemacht, der basiere aber auf einem 27,5 Radmaß. Und zwar hat es einen Professor aus Berkeley, der hat beim Tom Ritchie ein Velo in Auftrag gegeben, der gesagt hat, das sind meine Rad. Und das haben sie dort mal das Wutzi-Bike genannt, also ein Velo, um im Wald rauszugehen, ein Wutzi-Bike. Hat ihm gesagt, bau mir einen Rahmen, mit wo die Rad reinpassen, wo ich kann ins Gelände rausgehen damit, oder? Und der Tom hat das mega cool gefunden, hat für sich gerade auch eins gebaut. Und dann kommt dann der Gary Fisher und sagt, ja, schau, wir haben jetzt da so einen Mountainbike-Rahmen. Und der Tom sagt, ja, ich habe auch genau so einen gemacht. Und das ist so, die anderen sind von Mount Ham, von nördlich der Golden Gate Bridge gekommen. Und dann die andere Bewegung ist mehr so ein bisschen von Santa Cruz Mountain, südlich von der Golden Gate Bridge. Und die haben sich wie unabhängig, haben sie eigentlich fast ein bisschen an der gleichen Idee herum gestudiert, oder? Und dann nachher hat der Tom gesagt, er baut sich auch so einen Rahmen mit so 26, das interessieren jetzt auch noch, oder? Und dann ist der Gary Fisher heimgefahren, hat das Joe Breeze erzählt und hat Joe gesagt, ja, aber dann will er auch noch gerade einen Rahmen vom Tom und am Schluss hat Tom einfach 10 Velo gemacht für 27,5 Zoll und 10 Rahmen für 26 Zoll. Und die Rahmen für 26 Zoll, die sind verkauft gewesen, bevor sie überhaupt produziert worden sind, weil dort oben im Mount Hamilton hat sich das umgesprochen und jeder hat noch so ein Velo wollen. Und der Tom hat seine 27,5 Mountainbikes, die er dort gemacht hat, hat nur er eins gehabt und sonst hat sich eigentlich niemand für das interessiert. Das war halt nicht so im Trend gewesen. Und die Hauptdings war halt effektiv gewesen, dass gerade zur gleichen Zeit das BMX umgestellt hat, die haben sich weiterentwickelt von 24 in 26 Zoll und im gleichen Jahr hat es dann halt plötzlich leichtere Felgen, leichtere Pneu und gegeben für 26 Zoll und die 27,5, das sind französische Rad gsi, das war ein französisches Radmaß gsi, da hat man gar keinen Zugriff gehabt in Amerika auf die Radgröße und so hat sich's halt dann, entwickelt. Und dann, das war ja dann ein paar 30 Jahre später, als ich in 2004 die Olympiaden in Athen mit einem Goli-Rad gefahren bin, sind das 27,5 Zoll Felgen gewesen, weil das ist das Einzige, was dort mal gerade erhältlich war. Es ist aus dem Strassen
Bereich kam, war eine Zipfelge, 650 Felgen. Und als ich dann am Ton geschwärmt habe, wie geil das ist, mit diesen Goli umeinander fahren, dann sagt er, das sind nicht die Goli, die das ausmacht. Du hast das richtige Rad gemacht. Das ist das. Und wo wir dann, bei Ricci spezielle Goli-Felgen produzieren wollten, dann hat der Tom gesagt, ja, aber dann tun wir sie jetzt gerade, das ist eh so ein kleiner Markt und die Goli sind handgemacht, da sind wir ja nicht abhängig von der Industrie, dann machen wir die aber gerade im richtigen Radmaß, weil das ist garantiert besser auf 650 B. Und Verkaufsleute bei Ricci haben dort den Mut nicht gehabt, um irgendwie in der Nische nochmal eine Nische kreieren mit einem speziellen Radmaß. Und dann haben wir es da halt auch auf 26 Zoll gemacht. Und so ist es dann halt bei 26 Zoll geblieben. Lustigerweise, wo wir dann bei DT die ersten Rad gemacht haben, die irgendwas wie die alten Rad in die Hände bekommen von dort, mal, wo wir da hatten. Und die haben voll die falsche Mold aufgemacht. Wir haben zuerst 650 B Rad bekommen und nicht 26 Zoll Rad. Erwin seiner Zeit, die Golis von Richard Newhaus, von Dugast, hat die Ruhe Goli nicht umgebracht. Und sie hat gewürgt und gemacht. Und es ist nicht mehr rausgekommen, bis wir dann rausgefunden haben, die haben den Platz gross gemacht. Und das war wiederum dann der Ursprung gewesen, weil der Nino ist mit denen Rad gefahren und der hat gesagt, wir haben einfach da gemerkt, das ist eigentlich, macht effektiv viel aus, obwohl es ja der Schritt nicht so wahnsinnig viel ist, von 26 auf 27 Jahre. Das sind die Rad, die gepasst haben. Und darum ist dann auch die Idee gekommen, von Olympia hin, das 27,5 Radmaß zu bringen. Vielleicht hätten die von 30 Jahren auch sollen, so eine Podiumsdiskussion machen und das zu Boden reden und dann hätte man sich können entscheiden. Vielleicht schauen, wie es heute aussieht, Stefan. Du siehst, wie sich das jetzt sich entwickelt hat anhand von No-Tubes. Gibt es da irgendwelche Trends oder wichtige Sachen, die du aus diesen Verkaufszahlen herauslesen kannst? Also die aktuellen Verkaufszahlen von No-Tubes sind dahingehend, dass 29er momentan eigentlich dominiert. Also No-Tubes im High-End-Segment wird das hauptsächlich verkauft. Und zwischen 26 Zoll und 27 Zoll hat es eine Trendwende gegeben. Also es wird seit April, Mai erstmals kontinuierlich mehr 27,5 Zoll Felge verkauft wie 26 Zoll Felge weltweit. Und sowohl Aftermarket als auch OEMs und Hersteller. Also es ist der Trend, ist nicht nur im Custom-Bereich, wo das früher ja angefangen hat mit kleinen Bikeschmieden und so weiter, sondern es zieht sich durch die ganze Bike-Branche, dass auch die ganzen OEMs am Umstellen sind. Und ich denke, es ist nicht nur bei No-Tube so, ich denke, es wird Trend allgemein sein. Das gehört man aus der Branche, dass sogar OEM 27,5 Zoll Teile inzwischen günstiger sind als 26 Zoll Teile. Weil einfach die Stückzahlen so schnell so aufgegangen sind, dass der Nachteil, dass 27,5 wegen kleinen Stückzahlen teurer gewesen sind, eigentlich mittlerweile kein Thema mehr ist. Wieso ist das? Ich meine, das ist eine von den Entwicklungen im Mountainbike-Sport, die sich jetzt am schnellsten etabliert hat. Also selbst Federgabel hat, glaube ich, länger gehabt. Wieso? Also gibt es da irgendeinen Grund, dass man es... Also der Ursprung soll ja der Nino gewesen sein und dann soll es losgegangen sein, sagt man so ein bisschen. Aber vielleicht gibt es aus dem Geschäftsbereich, also warum hat sich das jetzt so schnell durchgesetzt? Weißt, gibt es da einen Grund dafür? Also ein wichtiger Grund ist, dass beim Rad die Radgrösse verschiedene Firmen unabhängig voneinander daran arbeiten, bis es nachher ein Velo da ist, wo es kann nicht einfach jemand kommen und sagen, ja, jetzt haben wir neue Rahmen entwickelt mit neuen Federsystemen, wo es dann halt irgendeine Feder-Suspension-Firma mithilft, so einen Rahmen zu machen. Beim Rad ist halt ist die Felge, ist die Bereifung, ist die Federung, wo da mitspielt. Und es ist nur möglich, wenn alle
aufs Mal an einem neuen Projekt arbeiten. Und darum ist es so lange gegangen, bis wirklich mal jemand gekommen ist mit Power, der gesagt hat, doch, das boxen wir jetzt durch und das, von dem sind wir überzogen. Und das hat alles so lange zurückgehalten. Könnte man da nicht einfach ein bisschen sagen, es ist relativ einfach im Vergleich zu einer Entwicklung von einem 29er, ein 27er Hauptzone-Bike zu machen, also hat man in der Marketingabteilung gesagt, komm, das bringen wir jetzt als Innovation, da haben wir schnell etwas aufgeleistet. Oder ist das ein bisschen zu einfach gesagt? Ah, ich würde sagen, schon ein bisschen zu einfach gesagt, was der Thomas sagt. Es sind sehr, sehr viele Faktoren, die hier zusammenspielen müssen. Und ich glaube, wenn man nicht wirklich an das Radmass glauben würde, hätten nicht so viele Hersteller so schnell wären auf den Zug aufgesprungen. Und das sind weltweit 1000 Firmen, die da wirklich müssen, dann, ja, wo das Ganze muss ineinander hineinspielen, dass man auch die Palette von Velo auf den Markt bringen kann. Und das sind ja inzwischen wirklich sehr, sehr viele Hersteller. Also ich denke, es ist sicher draußen bei den Endkonsumenten so, dass das geholfen hat mit der 29er, dass der Vorteil von der grossen Rad sehr viele Leute sehr schnell jetzt verstanden haben. Oder? Also der Vorteil von einem grösseren Laufrad, das hat sich erübrigt in der ganzen Diskussion von einem 27er. Also man kann so Leute wie den Laurenz langsam dran anführen. Das ist der goldige Mittelweg zum Skeptiker abholen, den wir vorgefunden haben. Der Schritt ist mir zu gross, der Unterschied im Handling ist mir zu gross. Ich sehe zwar die Vorteile der Effizienz im Überrollen von Hindernissen, aber sorry, es taugt mir nicht. Und da ist 27,5 jetzt wirklich ein Schritt auf die Skeptiker zu. Aber ein wichtiger Punkt ist vor allem, dass die 26er sich in den letzten Jahren einfach immer schlechter verkauft haben. Und die Firmen müssen sich fragen, zusammen mit den Händlern, was können wir verkaufen, wenn wir 26er nicht mehr verkaufen können. Und die 26er haben sich nicht darum plötzlich schlecht verkauft, weil schlechter geworden wären. Sondern wenn man jahrelang die 29er verkauft hat, mit der Begründung, 26er sind schlecht. Man hat sie jahrelang im Marketing schlecht geredet, bis man sie nicht mehr verkaufen konnte. Ist in Europa nicht ganz so schlimm, aber in Nordamerika ist der Einbruch bei den 26er Verkäufen dramatisch. Also man hat im Prinzip eine ebenbürtige Konkurrenz technologisch hergestellt. Ist das dann nicht so für einen Händler? Jetzt macht das nicht. Also ich stelle mir das Leben von einem Händler unglaublich kompliziert vor. Früher hat man Rahmengrössen verkauft, nachher mal Federweg und heute kommt noch Radgrösse dazu. Ist das so für einen Fachhändler auch, was Vorordnung, Lagerbewirtschaftung, aber auch Beratung betrifft? Das ist nicht mehr das gleiche wie früher, oder? Das ist definitiv nicht. Also am Anfang schon gesagt, für uns ist es im Moment sehr einfach, weil es fast nur, also fast ausschließlich 29er sind. Und das ist alles da, wo du sagst, eingeschlossen. Lagerhaltung, Schläuche, Pneu, Felgen, Speichen und so weiter. Nicht, dass wir 926 haben, da haben wir sehr viel, aber es ist für uns sehr viel einfacher, weil ein Radgrösse ganz klar dominiert. Wenn jemand 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, wie viele Marken hat, der hat sicher viel, viel schwerer als wir jetzt in unserer Ausgangslage. Das ist sicher so. Wie ist das so von einem Hersteller? Wie früher hat man, ich mag mich erinnern, da hat es Marken gegeben, die haben einfach 3 Modelle gehabt. Und heute hat man 40, 50 Modelle in der gleichen Firma. Das muss unglaublich kompliziert worden sein unterdessen. Oder? Wie handhabt man das in der Industrie, all die Standards jetzt? Also wir haben jetzt bei Giant 2014 haben wir 82 Modelle im Sortiment. Das fährt aber wirklich von einem Laufvelo natürlich an bis ganz rauf zum High-End-Rennvelo und Mountainbike. Ja, bei der Auswahl für die Kollektion ist das sicher schon ein bisschen. Im ersten Moment für uns war dann auch in dem Moment neu, ein bisschen Walliger gegeben, wenn wir jetzt da vorgehen. Aber als wir eigentlich dann das Ganze noch ein bisschen genauer angeschaut haben, haben wir sehr schnell gemerkt, dass das gar nicht kompliziert ist, weil durch das, dass wir 26 Zoll, ganz klar kann man 27 Zoll super ersetzen. Das kommt auch vom Markt sehr, sehr gut an. Und 29 Zoll super sich etabliert hat und man so kann stehen, ist die Stückzahl zum Beispiel, das ist immer unsere grösste Angst. Oder? Man kann irgendwo, man muss sich einfach festlegen auf ein Programm, aber das ist dann, ja,
überhaupt nicht das Problem sein. Wegen wir haben sogar ein paar Velo können kürzen jetzt in unserer Palette. Also das ist eigentlich ganz gut aufgegangen. Du hast vorhin eine Frage gehabt. Ja, eine Frage an euch Journalisten. Die Frage stellt sich immer, warum ist das so schnell gegangen? Ich denke, wenn es Gott allein als Post hat, wäre das nie gegangen, wenn die Gilde der Journalisten nicht so aufgesprungen wäre und das so gehypert hätte, dass auch der Endverbraucher wirklich daran zu glauben. Wir Händler allein, oder, wir hätten das nicht fertig gemacht. Ich glaube, die Frage, wie siehst du das? Ist nicht von euch aus ein riesen Hype? Ich kann mich da natürlich ein bisschen rausnehmen, weil wir nicht ganz so ein technisches Magazin sind, aber ich sehe schon, dass die Medien eine relativ grosse Wirkung haben, was sie schreiben. Ich persönlich schaue das auch relativ skeptisch an, weil ich kenne all die Tester, die sind also auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Und, aber es ist ja so, dass die Medien da eine wichtige Funktion haben und das ist nicht abzustreiten. Ja. Aber gerade die deutschen Zeitschriften, die beiden grossen, sind ja durchaus skeptisch gegenüber 27,5. Zuerst von einem Durcheinander geschrieben und dass es nicht brauche. Und gerade wenn man im deutschen IBC-Forum liest, da liest man so viele Beiträge, wo man findet, die Bike-Industrie tut im Hinterkämmerchen einen neuen Standard beschliessen, um uns armen Seichen Geld aus der Tasche zu ziehen. Es sei keine Bike-Industrie versucht, uns ein besseres Produkt anzustellen, dass wir mehr Spass haben im Gelände. Oder ganz wenige sagen das. Aber im ganzen breiten Tenor ist, die ganze Branche, die ganze Industrie hat sich gegen die armen Endverbraucher verschworen. Sehr schräg. Und das kommt sicher auch durch die frühe Berichterstattung in diesen Zeitschriften. Das ist die deutsche Mentalität. Das ist natürlich auch die Preissensitivität von Deutschland und das Misstrauen gegenüber unternehmerischen Innovationen steckt mit drin. Das ist nicht zu lügen, aber... Ich würde mich wundern, Thomas hat vorhin gesagt, es hätte die ganze Industrie müssen einzeichnen müssen. Als ihr angefangen habt mit dem Schulter, das entwickeln, habt ihr ja auch die Seilschaften zuerst knüpfen. Also, da hat es noch kein Rat gegeben, der Rahmen hat er neu müssen machen. Wie hat denn die Zulieferindustrie auf das reagiert? Oder habt ihr einfach Druck gemacht, weil ihr Scott sind und gewisse Markt. Macht haben. Also etwas muss ich wirklich betonen, in dem ganzen Projekt, wo wir das lanciert haben, das hat absolut nichts mit Marketing oder Marketingstrategie zu tun gehabt. Es ist einzig und allein darum gegangen, dass wir wie jedes Jahr eigentlich auf die Olympiade hin, auf ein Grossprojekt hin, etwas mit dem Athleten erarbeiten, wo er nachher das Gefühl hat, das habe ich exklusiv und da habe ich einen gewissen Vorteil gegenüber den anderen. Etwas, wo man einfach spezifisch abstimmen auf so einen grossen Anlass. Das ist im 2004 seinerzeit sind das die Gollis und Peking ist das auch nochmal ein Thema gewesen, dann beim Nino, wo man das Ganze nochmal verfeinert hat. Und jetzt auf London hin, ist effektiv das mit dieser Radgrösse gewesen. Und da muss ich sagen, jetzt nur für den Nino Schurter und den Florian Vogel so ein Velo herzustellen mit 27,5 Rad, obwohl die müssen ja schon im renntauglichen Bereich sein, sprich super leicht sein und, muss man aber gleich sagen, hat sich das Ganze noch in einem Rahmen bewegt, wo vom Aufwand her noch okay war. Also, wir haben mit DT geredet, wir haben da müssen eine neue Mold aufmachen, was einfach die Kosten von der Mold waren, aber rein technisch gesehen wir müssen die ganze Felge neu konzipieren, sondern hat eigentlich das, was man vorher als 29 Zoll gemacht hat, einfach einen anderen Radius gegeben und passt. Also das waren die Investitionen gewesen. Die Gollis, die wir draufgeklebt haben, ist absolut kein Problem. Das sind sowieso handfertigte Dinge. Bei der Gabel von DT haben wir einfach 26 Zoll Gabel genommen und haben die Ausfallende ein bisschen länger gemacht.
Das sind ein paar CNC-gefräsete Teile gewesen, auch absolut unproblematisch von den Kosten oder von der Entwicklung her. Und Scott, der das schlussendlich auch gesagt hat, committed war zu dem, wo gesagt hat, doch, wir machen den Mold aus, auf für das Radmaß. Wir haben nicht einfach irgendwie eine Geometrie vom 26 genommen, sondern es ist von Grund auf neu konzipiert, eigentlich schon wieder die nächste Generation Scale gewesen, wo wir in diesem 27,5er Rahmenmaß dann gebracht haben. Und von dem her ist es, dort haben wir nicht die ganze Industrie dazu gebraucht, wir haben ein paar Partner gebraucht, die committed waren und haben das eigentlich effektiv gemacht für den Nino Schurter. Und als er halt das erste Rennen, Weltcuprennen, den ersten Einsatz mit dem Velo gerade ging, wo wir die Katze aus dem Sack gelassen haben, sind wir halt selber ein bisschen überrascht gewesen, was es da für ein Tohubabu gab. Also es ist vielleicht noch dazu zu sagen, es ist ja nicht so, dass das 650B-Material plötzlich da gewesen ist, gekommen ist, sondern es hat es schon länger gegeben. NoTubes stellt schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahre genau, aber sicher schon seit 8 Jahren 650B-Felge, 27,5 Zoll Felge her, weil es hat in der USA schon immer einen kleinen, sehr kleinen Nischenmarkt gegeben. Die Felge waren da, Gabel sind keine speziell gemacht worden, es hat kleine Reifehersteller gegeben. Da hat man auch schon das Material bekommen. Es ist einfach nur nicht groß geworden. Und ich denke, also bei mir ist es einfach so gegangen als Importeur von NoTube, ich bekomme da sehr schnell immer Informationen. Ich weiß, was läuft in dem Bereich. Und als NoTube dann signalisiert hat, du, die Großen stellen immer mehr Felgen zum Testen. Und so ist es mir auch mit Scott gegangen. Scott hat bei mir immer mal angerufen, du stehst von mir drauf, 650B-Felge, hast du was? Und ich habe die da gehabt, weil es hat in der Schweiz auch schon Leute gegeben, die 650B gefahren sind, die das vertreten haben und gesagt haben, das ist eigentlich besser wie 26 Zoll. Ich sage nur mal den Namen Simon Ruchti, seit Jahren eigentlich schon. Ist das eigentlich so wie so eine Kristallisation gewesen, aus einem Punkt raus, und das war vielleicht der Nino Schurter mit seinem Erfolg, wo man gesehen hat, oh ja, das funktioniert ja, und plötzlich sind alle hellhörig geworden, und dann hat man versucht, die Ressourcen, die da sind, zu nutzen, zum Schauen, zum Entwickeln, weiterentwickeln, und so ist es in Gang gekommen, und die schwere Lawine einfach nicht mehr zum Stoppen gewesen plötzlich. Und es hat eben nicht so viel Anläufe gebraucht wie im 29er, weil das 29er, das hat in Europa mehr Anläufe gebraucht, bis es im 11, sage ich mal, endlich durchgesetzt hat. Das hat es früher schon gegeben, dass Gary Fischer versucht hat, mit 29 Modellen jetzt kommen, und wo sie aber nicht durchgesetzt hat, weil der europäische Markt einfach geblockt hat, weil auch die Häftle damals geblockt haben. Und da ist jetzt einfach insgesamt der Umschwung gekommen, wo die Häftle, die Magazine mitgespielt haben, wo sich geöffnet haben, wo aber auch die Hersteller, die großen Hersteller mit drauf einstiegen sind. Und ich sehe es als eine sehr positive Entwicklung an. Was mich noch wundern ist, von der Beratungsgesprächsseite aus, gibt es Profile, wo man 27,5er vorschlägt und 29er völlig abratet, je nach Anwendungszweck, nach Typus, nach Größe? Darf ich das ganz schnell aufnehmen, den Anwendungszweck? Wir könnten gerade auf das Beratungsbereich eingehen. Anwendung Downhill ist die Radgrössendiskussion irgendwie noch nicht richtig angekommen, oder? Die schon. Habe ich das nur noch nicht mitbekommen, aber ich habe das Gefühl, dort ist 26 Zoll ist noch fest im Sattel, oder? Also ist eigentlich nicht mehr fest im Sattel. Ich würde sagen, es gibt jetzt in einem Wandelbereich. Ich rechne jetzt mit dem nächsten Jahr, dass wir irgendwo so 10-15% von den Downhillen werden mit 650B haben. Und der Rest aber noch auf 26. Ich glaube einfach nicht, dass alle so schnell umstellen können. Was noch dazu kommt, 26 ist nicht ganz verloren im Downhill. Es hat da seine Wendigkeit, hat da seine Berechtigung, finde ich. Man hat es jetzt auch wieder gesehen an der WM in Südafrika. Der schnellste ist auf 26 gefahren.
sind ja 25 Jahre lang weiterentwickelt worden. Von dem haben sie ein bisschen Vorsprung, kann man sagen. Man muss auch sagen, im Downhill, also Scott hat das noch ein bisschen an die grösste Glocke gehängt. Scott gestartet, also ein paar Fahrer mit 650 B-Fahrern. Lapierre hat kein Wort darüber verloren, aber Lapierre ist gefahren. Die sind in der Weltcup-Saison auf 650 B unterwegs, sie haben aber nichts darüber gesagt. Es gibt aber auch Fahrer, die ganz klar zum Beispiel Mühe gehabt damit. Das Handling wird einfach anders, das Velo reagiert anders. Es hat Fahrer gehabt, die wieder zurückgewechselt haben, die sie zuerst probiert haben, und dann wieder 26 Fahrer sind. Ich weiss nicht genau, in welche Richtung das jetzt dort geht. Und dann schnell, für ganz am Anfang, also wir haben alle drei Radgrössen in der Wünsche. ist dann 29 Zoll und Downhill? Geht das dann nicht? Es gibt ja auch Downhill-Rennen, wo gewisse Fahrer auf 29 Zoll Enduro-Bikes gestartet sind und nicht mal schlecht waren. Dort ist die Frage, ob es am Fahrer oder am Bike gelegen ist. Aber 29 Zoll im Downhill, kommt das? Oder? Ich, für mich sage, das braucht es nicht. Weil 650B ist ganz sicher seine Berechtigung, ist sicher top. Aber das 29er finde ich ist... Es kommt immer wieder vor, wie Streckenentwicklung läuft. Im Moment ist es extrem schnell, sehr parkmässig, nicht mehr gross technisch. Von dem her kommt es eher entgegen. Aber das kann sich wieder ändern und dann wird man sehen, wie das steuert. Wieder am Dorf auch wieder ein Gegentrend ist. Eine sehr gute, oldschoolige Strecke, wo ein 29er kein Vorteil bietet. Das ist für mich eigentlich in den Strecken. Und Südafrika, die WM, ist natürlich ein Sonderfall gewesen, also mit 45 Sekunden Trampassagen drin, Teleskopstützen. Da taucht Zeug auf an der WM, die man sonst nicht sieht und nicht auch noch rennen. Ist es dann nicht so? Also ich mag mich an eine Zeit erinnern, wo man im Cross-Country-Sport gesagt hat, 29 Zoll, das braucht niemand. Und heute fährt, glaube ich, niemand mehr 26 Zoll. Also das hat sich auch plötzlich ganz schnell gewechselt. Ist das im Downhill nicht auch ein Szenario oder ist das eher ausgeschlossen? Ich glaube, es ist eher ausgeschlossen. Das Handling ist einfach nicht so einfach. Bei schnellen Kursen auch und engen Richtungswechseln, es wird einfach träge, das Velo wird träge. Und das ist, glaube ich, schon einer der wichtigen Punkte. Und auch die physikalischen Vorteile, wie der Aufprallwinkel auf das Hindernis, das spielt alles nicht mehr so eine Rolle, wenn man 20 cm Federweg dazu gibt. Bei einem Hardtail ist das matchentscheidend. Muss man nicht darüber diskutieren. Aber bei einem 203 mm Downhill-Flap ist das nicht mehr so wichtig. Federweg, viel Federweg mit grossem Rad ist einfach schlecht kombinierbar. Oder nicht? Da kommt man sehr schnell mal ans Limit, dass es überhaupt im Downhill möglich ist, mit so viel Federweg ein 29er-Rad einzubauen. Ja. Thomas spricht da einen interessanten Punkt an, den ich recht wichtig finde. Es ist einerseits mal der Vorteil vom Laufrad, aber schlussendlich ist auch sehr, sehr wichtig, wie das Velo funktioniert. Dass auch der Endkonsument, der ja schlussendlich die grosse Masse darstellt, auch Spass hat, nebst jetzt vom Rennsport. Und da sieht man ja im Moment immer noch sehr viele verschiedene Sachen am Markt. Also einerseits mal das Laufrad, das Vorteil bringt, aber entscheidend ist ja noch, wie das Velo konstruiert ist, wo die Laufrad drin sind. Und ja, das ist sicher auch ein Punkt. Gerade jetzt im 29er Downhill-Bereich, da kommen wir einfach ingenieurtechnisch an Grenzen. Das funktioniert irgendwo dann auch nicht mehr. Auch von den Kräften, die wirken. Und das ist sicher auch ein Grund, warum es jetzt auch 27,5 sich sehr schnell sehr breit durchgesetzt hat, weil das lässt einfach eine riesen Range offen. Also, gerade jetzt im Federwegbereich, viel mehr als 29. Ist es dann, ich mag mich erinnern an 29, wo man gesagt hat, 100 mm Ende der Fahnenstange kann man nicht mehr konstruieren. Heute ist man 150, glaube ich. 160. Ich höre aber gleichzeitig, ja, man kann doch nicht mehr. Das treffen wir uns dann in 5 Jahren nochmal. Es ist einfach noch eine Frage. Technisch möglich ist sicher sehr viel, zum einen auch von der Kinematik wird am ehesten an die Grenzen kommen. Das ist ganz klar. Die Stabilität von der Laufräder ist auch noch eine Frage. Ich muss natürlich, gerade wenn es Richtung Downhill geht, Enduro geht, muss ich stabile Laufräder haben, die mir ganz andere Kräfte aufnehmen können. Und da muss ich dann Laufräder haben, die ich für die sage ich mal, für das Bike ab der Stange, für den normalen Markt, die zu schwer werden, um die Stabilität zu haben. Und wenn das Rad zu schwer wird, dann wird der 29er sehr unattraktiv, weil ich einfach sehr viel Kraft investieren muss zum Beschleunigen. Und dann sagt keiner mehr, das Rad ist gut, weil ich komme einfach keinen Berg mehr hoch. Und das ist einfach so eine Gratwanderung. Und wenn ich dann für den 29er stabile Laufräder haben will,
das wird dann meistens ein wenig teurer geschickt, weil entweder kommen dann sind handgebaute Laufräder mit speziellen Felgen oder es geht in den Carbon-Bereich rein und dann wird es eine sehr kostspielige Sache. Und deswegen denke ich, wird im Enduro-Bereich, wie zum Beispiel Specialized das macht, da wird es keine normale Stangenräder geben, sondern es sind spezialisierte Laufräder, auch mit meistens Carbon-Laufräder und so weiter, die Stabilität auch bringen. Und das ist auch ein sehr limitierender Faktor einfach. Peter, du hast noch eine Frage? Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar technisch gesehen. Es ist ja so, zweites Ohr ist das Mountainbike im Geländemotorrad sehr stark nachempfunden, oder? Und jetzt ist es ja so bei Geländemotorrädern, Enduros, dass die vorne ein großes Laufrad haben und hinten ein kleines, weil eben die Anforderungen ans Vorderrad und ans Hinterrad unterschiedlich sind. Also vorne muss man steuern können und muss eben Hindernisse, die Löcher und so weiter überfahren können und hinten geht es um den Antrieb. Meine Frage ist, hat man auch Versuche gemacht, das zu mischen, oder ist es eigentlich eine optische Geschichte, wo da geht? Ja. So. Also da kann ich was zu sagen. Da gibt es einige Hersteller, die da schon immer am Unabhängig sind und so weiter. Es gibt, soweit ich es begreifen kann, ist ein grundlegender Unterschied zwischen TÜV und Velo. Beim TÜV schaffst du viel mehr mit Schlupf am Hinterrad, logischerweise, weil du musst ja nicht selber trampen. Und dann merkst du den Radiusunterschied in der Kurve viel, viel weniger. Am Velo spürst du das sofort. Das Velo mit unterschiedlich grossen Rädchen und dann noch mit Federung vorne hin, die unabhängig voneinander arbeiten, fährt er keine schöne runde Kurve. Das merkt jeder, wenn es mal selber ausprobiert. Soweit ich es im Griff habe, ist im Moment ein bekannter Hersteller, der es offiziell anbietet und sagt, das ist die Lösung. Ja, das ist ein Diskussionspunkt. Kann man ausprobieren und man kann es gut finden oder nicht. Aber das ist von mir aus wirklich der Grund, warum es das jetzt noch gibt. Also auch Lightwheel hätte das, dass sie sagen, für Anpassung der Körpergrößen für ganz kleine 24 Zoll Hinterrad, 26 vorne, für ganz grosse 29 und dazwischen sind alle Kombinationen machbar und denkbar. Ist es für so etwas dann nicht, um auf die Frage jetzt nochmal zurückzukommen, also der Beratungsaufwand, wenn dann noch verschiedene Radgrößen im gleichen Velo sind? Dann beneide ich dann also kein Fachhändler mehr, wenn das dann noch so weit kommt. Das ist ein nicht doppelt Schlüpfverkaufen. Größere Satteltäschchen. Zwei Schlüpfer im Platz. Genau auf der Punkt, wenn denn die Fahreigenschaften so entscheidend sind, wenn es so viel Unterschied macht, oder? Dann wäre das ja eigentlich technisch die Lösung, oder? Aber klar, es ist praktisch umsetzbar und wenn es mal so ist, dass das Kurvenverhalten so schlecht ist, dann ist es logisch. Und für mich, das technisch gesehen, wäre das eigentlich die Lösung, wenn es so stark entscheidend ist. Oder ist es gerade, es ist die Frage dann, die bei den anderen Stellen, ist es dann wirklich ein Marketing-Gag, oder? Ist es wirklich ein Tool gewesen, um einfach wieder mehr Mountainbike zu verkaufen, letztendlich? Also ich sehe es so, also das mit dem Kurvenverhalten kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber das haben wir dahingestellt. Aber ich sehe einfach, dass man als große Marke, wie zum Beispiel Giant, würde man sich schwer tun mit solchen Lösungen, auch mit individuellen Lösungen. Als kleinerer Hersteller, wie das jetzt Lightwheel zum Beispiel ist oder wie das jetzt Transalps ist, wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten zum Reagieren, wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten, auf den Kunden einzugehen und das Bike so abzustimmen und so aufzubauen, dass es für den Kunden stimmt. Weil ich muss nicht das Bike für den breiten Markt machen, wo 100.000 Rahmen produziert werden und die müssen in jedem Land funktionieren, sondern ein Lightwheel-Händler oder ein Transalps-Händler, der tut das Bike individuell auf den Kunden abstimmen. Und da sind sehr viele Möglichkeiten mittlerweile einfach gegeben und da ist nichts irgendwie Verbote oder so, und auch nichts falsch oder richtig, sondern es muss für den Kunden letztendlich passen. Und so hat man einfach die Möglichkeit, für den Kunden das beste Bike zu machen und ihm mit auf die Welt zu geben. Also Peter, du hast gesagt, es macht dann, wenn es so viel ausmacht, wieso macht man es denn nicht? Unter dem Strich macht es eben so viel dann gleich auch nicht aus. Und eigentlich haben wir sehr gut können 20, 30 Jahre mit 26 Zoll Velo umeinander fahren und haben unseren Spass gehabt. Und jetzt hat man einfach eine grössere Auswahl. Und man muss auch die Hersteller verstehen, dass man halt in Zukunft nicht kann auf drei Radgrössen
drei neue Innovationen bringen, sondern man muss sich irgendwann einmal auf etwas ein bisschen konzentrieren. Und Specialized hat das ganz klar gemacht mit dem 29er, fokussiert sich auf das fokussieren. Scott hat jetzt gefunden, unsere Neuentwicklungen, die laufen auf 27,5, wir fokussieren uns dort fokussieren und können nicht noch gleichzeitig auch noch 26er pushen und das 29er pushen, sondern wenn neue Entwicklungen, neue Ideen einfließen, dann muss es irgendwann einen Hintergrund haben, in welchen Bereich dass das gehen kann. Und es gibt keine Firma, die in Zukunft wird neue Entwicklungen in 26, 27,5 und 29 Zoll forcieren. Und darum ist auch, glaube ich, die Ablösung dann gekommen, wo halt gewisse Firmen, es gehört dazu, 26 Zoll fallen lassen haben, wie ein heißer Stein, weil sie einfach ihre Manpower und ihre Entwicklungen voll und ganz auf 27,5 beschränkt haben. Die sich auf dem Thema angenommen haben und dort wollen Vollgas geben, so wie Specialized im 29er-Bereich Vollgas gibt. Und das hat, darum ist mehr eine Ablösung von 26 auf 27,5 Zoll gekommen, in einer kurzen Zeit. Was passiert beim normalen Alltagsvelo, wo bis jetzt 26 ist? Ich meine, die Felgen herstellen, die müssen ja immer noch auf drei Grössen gehen. Die Alltagsvelo, sagen wir Jumbo-Velo oder was auch immer, was sagen die Schüler oder einfach der, der die Stadt rumkurft, noch. Der bleibt im 26. Gut, das Jumbo-Velo ist ja eh schwierig. Das Jumbo-Velo ist ja schwierig, weil das kostet ja 400 Franken das ganze Velo. Und wenn das Laufrad müsste ersetzt werden, wäre es ein halbes Velo. Dann geht es in die Mulde und wird das neues gekauft. Das sind Wegwerfvelo. Aber grundsätzlich muss man sagen, es fahren noch sehr viel 26 Zoll rum. Und es werden auch weiterhin 26 Zoll Reifen und Felgen gebaut werden. Aber es wird keine neuen Innovationen mehr geben auf das. Und für mich als Journalist ist das auch ein Grund gewesen, um auf 27,5 zu wechseln. Weil mein Bike ist nicht nur für meinen Spass da, es ist auch ein Träger für Testteile. Und wenn keine neuen Teile mehr für 26 rauskommen, dann habe ich ein Problem mit meinem Testträger. Und weil mir halt 27,5 besser taugt als 29, ist für mich dann klar gewesen, okay, das neue Velo wird jetzt auf 27,5 aufgebaut. So tut man die Journalisten den Markt, tut die Journalisten ändern, oder? Weil ich weiss nicht, wer von wem abhängig ist. Ich werde extrem viel gefragt wegen dieser Radgröße. Ich habe noch keinem empfohlen, um jetzt ein neues Velo zu kaufen, 27,5 oder 29 Zoll, nur weil er jetzt noch 26er hat. Also mit 26 Zoll Rad ist man immer noch tiptop unterwegs. Wenn es aber zu einer Neuanschaffung kommt, dann macht es sehr wohl Sinn, dann den Systemwechsel vorzunehmen, weil ja, wir sind ja nicht nur in der Veloindustrie halt, die nach zwei Jahren alles schon alt ist. Wenn ihr irgendeinen Apple habt oder Windows, dann müsst ihr auch alle Jahre mal wieder ein neues Betriebssystem haben. Dort sagt auch niemand etwas. Aber darum, neue Investitionen ist es klar, geht es in eine andere Richtung. Aber das heisst nicht, dass die noch mit 26 Zoll unterwegs sind, etwas falsch machen. Gar nicht. Haben wir sonst noch Fragen aus dem Publikum? Sonst ja. Können wir dann nachher mal ins Buffet, aber ja, John? Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage, und zwar, dass man sich schon noch ein bisschen länger beschäftigt. Kinder werden noch jetzt in 24 Zoll, wäre jetzt also eine Option, dass die dann in 26 Zoll werden in Zukunft, weil man ja größere Räder auch die Kinder anbietet und die Bahn gerade ist, okay? Das ist eigentlich so eine Idee, die man schon ein bisschen länger mit den Umträgen und wenn das der Fall ist. Am nächsten ist jetzt wahrscheinlich der Hersteller am Kabel haben. Kann schon sein. Wieso nicht? Es gibt relativ wenig Kindervelo, die effektiv als Mountainbike ausgestattet sind. Das würde sicher Sinn machen, aber also die Mountainbikes, die für Kinder hergestellt sind, sind meistens ja schwerer als die, die wir Erwachsenen haben. Und darum ist es eine grosse Überleitung gut, dass das ist für Kinder, sondern es wird einfach etwas gemacht. Und ist das nicht ein Bereich, der sich gross wird weiterentwickelt. Aber das Spannende ist ja, dass es bei den Kinderbikes schon seit Jahren verschiedene Radgrößen gibt, um für kleine Kinder das optimale Bike zu geben, für mittelgroße Kinder. Und nur die Biker sind auf ein Radmaß fixiert gewesen. Und jetzt habe ich das Gefühl, sträubt man sich, oder man hat sich dagegen gesträubt, gegen 29er.
was man eigentlich in einem anderen Bereich schon seit Jahren gemacht hat und dass sich eigentlich die Chance genommen hat, sich das optimale Bike rauszubekommen. Und das ist jetzt einfach da. Ist das etwas, eine Frage an die Hersteller, Radgrössen der Rahmengröße anzupassen? Also ich persönlich bin ein ganz klarer Verfechter von dem. Und zwar bei den Kindervelos ist es so. Klar, dort hat man verschiedene Grössen, aber da geht es auch darum, dass einfach das Kind sicher das Velo bedienen kann, dass es Überstandshöhe hat zum Beispiel. Macht keinen Sinn, wenn man ein ganz kleines Kind das erste Mal ein Leica-Bike, dass man da schon mit einem 29er Ansatz kommt, also ein grösseres Laufrad, dass da irgendwie besser über die Hindernisse rollt. Das Kind muss einfach das Feeling für ein Velo bekommen. Aber bei erwachsenen Leuten finde ich das ein bisschen heikel, wenn man Velo nur anhand von der Körpergröße, Draggröße dann wählt. Weil grundsätzlich ist es am Laufrad, egal wie gross das der Benutzer ist vom Velo, 26, 27, 29 haben einfach verschiedene Fahreigenschaften. Entscheidend ist einfach, wie das Velo konstruiert ist. Und da ist es halt so, dass gewisse sehr kleine, 27,5 oder vor allem auch 29er, teils schlechte Handlings haben. Das muss man leider so sagen, wo Hersteller schwierig Mühe gehabt hat, das funktionieren zu wollen, zu konstruieren. Und dann passt es nicht. Aber grundsätzlich, wenn ein Velo sauber konstruiert ist, setzt es auch ab XL, XS bis XL funktionieren. Es gibt ja einige Hersteller, die 29er nur Large aufwärts oder Medium aufwärts anbieten, wo es kein Small vom 29er gibt. Ja. Da gibt es genug Hersteller auf dem Markt, die das so handhaben und das verweist halt auch darauf, dass es gewisse Herausforderungen gibt. Ist es so? Also ein oberer Steuerlagerkopf ist halt oberes Lager vom Steuerkopf. Ja. Das ist halt dort oben und wenn eine kleine Person das Sattel tiefer als Lenker hat, ist das für Cross-Country nicht so cool? Ja, das ist so. Das sind sicher einige Hersteller, die sich von dem Aufwand auch ein bisschen gescheut haben und das nicht gemacht haben. Das ist so. Also ich bin nicht so Fan. Klar, es gibt Leute, die das also ich so würde kommunizieren. Das nicht unterschreiben. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es nicht gross Sinn macht, ein XS oder ein S-Bike im 29er zu bringen, weil es auch keinen Sinn mehr macht. Von mir aus gesehen, jetzt, im XL-Rahmenbereich überhaupt noch 26 Zoll anzubieten. Ich finde schon, dass die Proportion Radgröße zum Fahrer, Fahrerin selber, dass das schon eine sehr grosse Bedeutung hat und dementsprechend gerade jetzt für die Frauen, die oftmals ein bisschen, die nicht so gross sind, die auch nicht den Power haben, um ein grosses Rad, das 29er, zu beschleunigen, finde ich, macht es echt keinen Sinn, ein 29er Velo zu bauen. Wie es auch irgendwo schon heutzutage von den Proportionen wie ein Faust aufs Auge ist, wenn du einen XL-Rahmen siehst, wo 26 Zoll Rad drin sind. Also das finde ich, das hat nichts mit der Konstruktion zu tun, sondern mehr mit der Proportion. Da liegt am Schluss das einzige Problem mit nachher dem Händler, dass er merkt oder rausgespürt, was braucht der Kunde. Das ist eigentlich das Hauptproblem, weil anboten, heute haben wir alle Radgrössen anboten. Von dem her haben die eigentlich das Hauptproblem. Also sie müssen erkennen, was will der Kunde, was ich kann glaube, fahren. Das ist nicht das Problem. Das ist eine ganz grosse Chance für jeden Händler. Jeder, der sich mit dem beschäftigt und auseinandersetzt, der hat doch die Chance, um mit seinem Know-how können den Kunden richtig zu bedienen. Und all die, die halt das Ganze vor sich schieben und immer noch nur 26 denken, das sind dann die schlussendlich, die in dem Markt nicht überleben. Also das sind die sich mit dem annehmen und der Kunde, wenn richtig beraten, die können sich auch abheben vom Mittelmaß. Und von Chain Reaction. Von dann auch dazu, ja. Die Chain Reaction, ja, dort kannst du nicht einfach das Beratungsgespräch führen. Und das sieht nicht, die Plattform sieht nicht, wie gross das du bist, wenn du vor dem Computer hockst. Oder was du gerne für das Handling hast, oder ob du ein rennorientiertes sportliches Velo willst und für Fitness gehst du Bike, oder ob du für Spass gehst du Bike. Genau. Und da muss ich sagen, bei meiner Größe 1,78, je nachdem für was ich ein Velo kaufe, es könnte ein 26er sein, es könnte ein 27,5er sein, es könnte ein 29er sein. Sie haben alle ihre Berechtigung. Es gibt von allen Radgrössen tolle Velos.
Man muss sich einfach selber realistisch einschätzen, respektive der Händler muss das mit dem Kunden herausfinden im Laden. Du bist es ist für mich, ob man fitnessorientiert oder Actionsport Biker sieht, ist es mehr ein Joggen oder ist es mehr mit Protektoren angefahren? Je Protektor desto 26, je Fitness desto 29. In der Größe, da wird ein Specialized sagen, nein, one size fits all, an die kleinsten Leute. Sage ich, nein, unter 1,60, 20 leider nicht sehr sinnvoll. Über 1,90, 26 nicht sinnvoll. Zwischen einem Bereich, wo beides oder alle drei sogar Sinn machen. Und der dritte eben noch Handling vorlieben. Wollt man ein super agiles Velo oder wollt man ein Velo, das spurtreu ist, das Fehler verzeiht? Wollt man den Pilot sein oder den Passagier? Ist das so? Sind 29er immer noch Träger? Wie ist Wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich eine Frage von der Konstruktion, ganz klar. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist ganz einfach. Du kannst, vorher mit dir Diskussion gehabt. Früher war es so, dass man unter den Biker, also jetzt nicht unter Fachleuten oder so, sondern einfach unter einem 0815 normalen Biker, wie wir früher, hat man diskutiert und einer hat das Dreck geil gefunden, der andere hat das Weiler geil gefunden. Und heute ist die Marke geht ein bisschen hinaus. Heute diskutiert man plötzlich über Traggrössen. Eine Fahrt, ein 29er, ich trampe jetzt niemand am extra Schieb, ich sage einfach etwas. Einer fährt das 29er Dreck, viel Scheiße, warum auch immer. Sei es am Pneu, sei es ein konstruktionstechnisch bedingtes Problem, ein Setup von der Federung ist ja gleich. Er findet es nicht gut. Seine erste Erfahrung mit dem 29er ist der Bach ab, alle 29er sind Scheiße. Und im Moment spüren wir, im Verkauf geht es ein bisschen in die Richtung, dass, ja. Dass wirklich die Radgröße entscheidet, ist es ein Velo lässig für mich oder nicht. Darum, da wo der Olli gesagt hat, das ist ganz klar, es ist die Konstruktion, die es ausmacht. Und wenn du sagst, mit deinen 1,78, dass die Frau mit 1,58 kein 29 kann fahren, wer willst du das wissen? Kannst du ja gar nicht spüren. Also musst du der Frau überlassen, ganz klar ausprobieren, wenn du es geil willst, dann kaufst du. Wenn du nicht geil willst, dann kaufst du nicht. Das ist nicht im Sinn von einem Dogmatsverstoß, sondern im Sinn von einem gewissen Anhaltspunkt-Kriterien. Und es gibt mittlerweile auch agil, 29 mit agilem Handling, es gibt auch 26, wo sich stur wie ein Öltanker fahren. Das gibt in aller Radgrösse gute und schlechte Geometrie und gute und schlechte Kinematiken. Das ist genau das gleiche Petroleum. Aber ich sage mal, wenn jemand das agiles 29 bauen kann, dann kann er auch ein noch agiles 26 bauen. Mit den gleichen Eckwerten. Wenn er das proportional abscalen. Ich habe schon gehört, es gibt welche, die kleine 29er machen, die die kleinen Radius oder auch kleine Mannes Freude haben. Aber wenn ich im Weltcup zum Teil sehe, Vorbauten minus 20 Grad und den Lenker könnte man gerade so gut auf Gabelkronen anschweissen. Also das tut mir den Augen weh. Und da muss ich sagen, da ist das Handling sicher nicht positiv bei uns, aber für die Rennfahrer ist halt der Vortrieb wichtig als Handling. Punkt. Wenn der Fahrer schneller die Rundzeit hat, also wenn es wohlfühlt, dann ist es okay. Aber ist es nicht gerade im Rennsport so, dass 29 sich bei den Frauen ja zuerst dort ist es ja wie zuerst richtig gekommen und da könnten die Männer nachfragen, und zwar bei den ganz kleinen Frauen. Wie ist das? Haben die einfach nicht anders rübergekommen, weil sie in den Markt gefahren sind? Oder, wie war das dort? Vor etwa 3-4 Jahren? Das 29er ist einfach viel einfacher zum Fahren und es gibt halt auf der Weltabstrecke bei den Frauen gibt es halt sehr, sehr viel, wo echt Probleme haben, die Strecke überhaupt zu bewältigen. Und denen ist es vielleicht gleich, wenn sie ein paar Sekunden verlieren, um die schweren, grossen Rad in Schwung zu bringen. Hauptsache, sie kommen da über den Rockgarten runter einigermaßen. Und sie fühlen sich einfach sicherer auf 29er Rad. Ob jetzt das unter dem Strich schneller ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber gerade bei einer Frau ist natürlich die Sicherheit schon enorm wichtig. Und darum, der Ansatzpunkt ist schon auch ein bisschen der richtige. Wenn
für jemanden, der etwas sportlich fährt, wo jetzt nicht Sekunden zählt, dann nachher ist sicher ein 29er zu empfehlen, weil es tut einfach viel mehr verzeihen, es ist viel einfacher zum Fahren und auch wenn es jetzt halt ein bisschen schwerer ist, um den Berg drauf fahren mit dem, als ein 26er oder 27,5er spielt dort eigentlich kein Tango. Aber die Frauen haben halt, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Die Frauen haben es dort diesbezüglich ein bisschen anders gewichtet. Für die ist einfacher Handling über Hindernis wichtiger gewesen, als jetzt halt das Gewicht und Position schlechthin auf dem Velo. Auch wenn das alles noch kreuzverkehrt ausgesehen hat am Anfang, wenn die ganz kleinen Frauen auf diesen grossen Velo gehockt sind. Es hat einfach geholfen, besser den Hobel drauf zu fahren. Oder bestätigst du gleich ein bisschen meine Theorie, wo ich sage, ich sage ja, dass Körpergröße eigentlich nicht so viel ausmacht, weil das Laufrad bei das Fahrverhalten, oder eben genau die Frauen, die Kleinen, die das Fahrverhalten von der grossen Rad ja geschätzt haben und darum auch, obwohl es proportional komisch aussieht, im grossen Rad gefahren sind. Also, aber das ist auch genau mein Ansatz. Aber ich glaube, wenn du sagst, schlussendlich muss der Händler überzogen sein, also jetzt, wir haben ja viele Fachhändler unter uns, dass das richtige Velo seinem Kunden verkauft. Und wenn der Kunde jetzt meint, es ist jetzt wichtig, dass ich für mich, weil ich gross bin, ein grosses Rad brauche und zufrieden ist, passt das schon. Aber ich bin der Meinung, grundsätzlich ist es am Laufrad egal, wie gross die Person auf dem Velo ist, rein theoretisch. Das ist etwas, was ich vorhin damit sagen wollte. Und darum, ja, es war echt spannend, im Weltcup ist mir auch damals aufgefallen, dass vor allem Frauen zuerst die grossen 29er gefahren sind. Wir haben vorher mal gesagt, 29er, das Anfahrverhalten ist prägend. Das habe ich auch festgestellt, als ich umgestiegen bin. Aber ich habe nachher festgestellt, dass wenn du mal am Fahren bist, dadurch, dass du eine größere Schwungmasse hast, dass das wieder wesentlich angenehmer ist. Im Rennsport, ich bin nicht Rennsportler, also, aber wie ist es im Rennsport, macht das wirklich etwas aus? Die Beschleunigung, wo du mehr Kraft aufwenden musst, oder ist das etwas, wo einfach nachher durch ein anderes Training... Nein, das ist so und so. Im Rennsport, also das Rennen bist du wahrscheinlich mal schauen, hoffentlich, ja, ja, oder hast du es im Fernsehen gesehen. Also das geht nur 90 Minuten mittlerweile. Früher hat das auch nicht so eine Rolle gespielt, wo wir im Weltcup 2,5 Stunden unterwegs sind. Da sind wir einfach mal 5 Minuten gefahren und wieder 3 Minuten runter. Aber heute geht es nur einzig und allein beschleunigen, und runterbremsen. Und dort ist halt das Gewicht vom Rad, weil es Rotationsmassen ist, schon enorm entscheidend. Und wie im Cross-Country-Weltcup gibt es halt dann nicht, vielleicht im Marathon noch eher, dort hat sich auch das 29er viel mehr durchgesetzt, jetzt als 27 halt. Im Cross-Country gibt es halt dann nicht die Phase, wo es einfach mal rollt, wenn es mal in Schwung ist, weil das wird, sobald es ein gewisses Tempo hat, wird schon wieder runtergebremst. Und wir haben eigentlich, wo wir dann die Radtest gemacht haben, wir haben das ausgiebig in Südafrika getestet mit 26 Zoll Velo, die wir runtergenommen haben, 27,5er, kurz mal noch so Aluminium-Prototyp-Rahmen und 29 Zoll und die gleichen Strecken gefahren, sind die Ausgiebig getestet. Und bei uns ist eigentlich nicht einmal das Beschleunigen das gewesen, wo wir am meisten Unterschied gespürt haben, sondern was man nicht unterschätzt, ist einfach beim grösseren Rad und bei den längeren Gabeln ist eine viel grössere Torsion da beim Anbremsen und beim Kurvenfahren selber. Und darum hat das mit dem Trägen, hat nicht nur mit dem Gewicht von der Rad zu tun, sondern halt wirklich auch eine gewisse Verzögerung da ist für die halt wirklich extrem präzise fahren und extrem mit extremen Seitendrücken in Kurven reinliegen, ist halt einfach ein Velo mit kleinerem Rad, mit einer kürzeren Gabel, die sich weniger tut verwinden, wo viel steifer ist einfach viel, viel präziser zum Fahren. Und dort haben wir einen grossen Unterschied gespürt. Nur, das ist für einen Endkonsument, der da in den Laden reinläuft, bei Epifax, das interessiert den wahrscheinlich nicht oder spürt das gar nicht, weil er nie in diesem Bereich reinfährt. Also ist es, aber das erklärt ein bisschen, wieso dass halt im Rennsport schon das Gewicht, vor allem das Gewicht vom Rad, ist schon sehr, sehr entscheidend. Mhm.
Und dort geht, wird das eher weit gegangen. Man hat letzte Weltcup-Saison gesehen, dass ein Rennteam bei einer Fahrerin hat das Vorderrad wechseln im Rennen. Der andere hat das Rennen gewonnen mit einer grausamen 8 vorne drin. Auf 29er. Und dort hat es einfach übertrieben mit dem Lichtbau. Ihr Rennen sind zu leicht. Ja, 29 und Pfui, also das ist das Ausnahme und Regel besteht. Hm? Der Kohlhaave ist schon Pfui gefahren und 29. Ja, Kohlhaave ist wahrscheinlich ein Alien, wenn man sieht, wie er auf dem Velo hockt, wie der Sattel steht und wo der Lenker ist und alles. Das geht eigentlich nicht, aber bei ihm ist es schnell. Ja, bei ihm ist es schnell. Ja. Also rein, was Thomas sagt, ist vielleicht auch noch spannend. Von der Industrie her ist es so, die nüchternen Laborwerte jetzt vom Rennsport her, die bestätigen das ganz klar, dass das 29er zum rein das Rad zu beschleunigen braucht fast 4% mehr Energie als ein 26 Zoll, aber ein 27,5 ist nur irgendwie 1,6% mehr Energie zum selber mal beschleunigen. Also das kann man im Labor sehr einfach testen und sieht das sofort, dass da dann schon gewisse Unterschiede ganz klar da sind. Wenn man das Rennen schaut, dann noch. Es ist brutal, weil aus jeder Kurve raus beschleunigt. Und ausser der Kohlhaave kann da eigentlich niemand mithaben. Und nach 90 Minuten sind alle platt, weil er aus jeder Kurve also anzieht. Und ich glaube, da macht das schon Vorteil. Weiss nicht, ja, aber schlussendlich ist schon der Fahrer entscheidender als Velo. Und der Kohlhaave gönnt seine. Wenn der immer würde, wenn der Nino würde 29 fahren, dann nachher hätte er die genau gleichen Rennen auch gewonnen. Da bin ich davon überzeugt. Und Kohlhaave hätte auch auf 27,5 oder auf 26 gewonnen, da, wo er halt parat ist. Aber man sieht es ja dann, vom Körperbau her und die Art und Weise, wie sie auch fahren, sind sie ganz, ganz anders. Darum haben sie auch andere Velo. Der Nino setzt einfach mehr auf Explosivität, auf Beschleunigung, auf Präzision. Und der Kohlhaave, der geht einfach, der bringt das Velo in Schwung. Und der tut nicht den Nino zermürben, indem er aus den Kurven raus attackiert, sondern der fängt an Schwung holen und wird immer mehr und hat so einfach wahnsinnig viel Watt, die er auf die Pedalen runterbringt, wenn der mal sein 29er im Schwung hat. Dann ist es. Aber im gewissen Tempo, wenn es nur noch langsam beschleunigt oben raus, dann ist ja dann der Unterschied nicht mehr gross, sondern es ist ja nur unten raus, merkst du das Gewicht. Und der Kohlhaave hat dann Nino an der Olympiade dort zermürbt, an der langen Aufstieg und nicht aus den Kurven raus. Und Hafjell geht nochmal. Und Hafjell geht nochmal, genau so ja. Also das heisst ja auch, es kommt einfach die persönliche Vorliebe oder das Gespür, aber wenn ich jetzt gut auf meinem 29er mich fühle, dann muss ich nicht noch mit 27,5 26,5 studieren. Und wenn das 1,6% oder 4% ist, ist mir dann gleich. Wenn ich mich schnell fühle, dann fühle ich mich weniger schnell. Oder? Wenn ich es wirklich bin mit dem Stopp, dann ist ein anderes. Das Gleiche ist mit der Frau. Wenn du eine hast und zufrieden bist, du die auch. Im Prinzip soll uns das Biken Spaß machen. Und es war früher schon so, wo es nur 26 gegeben hat, es hat Bikes gegeben, da hast du draufgehockt, da hast du dich wohlgefühlt. Mit dem bist du auch nie gefahren, das hast du nie gekauft, du hast das Bike gekauft, wo du dich wohlfühlst drauf. Und so soll es doch heute auch sein. Und nur haben wir jetzt einfach ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeit. Und du hast ein bisschen Chance, ja, das Bike zu finden, wo wirklich einfach passt. Und das darf man nicht so dogmatisch sehen und sagen, 29 nur für die Großen und das andere für die Kleinen. Ich habe hier schon erlebt, zwei Freunde sind reingekommen, der eine 1,87, der andere 1,78. Wer ist im 29er rausgegangen? Der Kleine natürlich, von der Großen 27,5. Es kommt darauf an, wie fühle ich mich wohl auf dem Bike, passt es zu mir? Und dann kaufe ich das. Und alles andere ist eigentlich Nebensache mit dem Beschleunigen für 99% von der Biker eigentlich. Es geht ums Wohlfühlen und Spaß haben. Ich würde sagen, das sind zwei relativ passende Schlusswörter gewesen. Wenn es nur eine ganz dringende Frage hat, du Frau und der Spaß, das ist ein super Schlusswort. Überleitung zum Buffet. Da gibt es irgendetwas, wo man noch unbedingt muss alles zusammen diskutieren, sonst sind wir ja noch alle da. Die Ultimativstellung, die ich in die Specialized-Rollenstellung werfen. Wolli und Stefan kennen mein Problem. Meine Freundin ist 1,53 und ich habe schon mindestens das Giant 29 gesessen, testet sie. Ich war wirklich zufrieden, das ist ein bisschen Gewicht anschauen. Aber ja, recht schwer sitzt und Auftreiben in den Sinn an diesen Höhentrails. 750 B und jetzt kommt Specialized, oder?
wo es 29 nur noch. Das ist für sie 1,53 ist das. Jetzt für Frauen. Sie sollen vorbeikommen und es ausprobieren. Ich habe nicht. Ich kann noch so warten. Sehr gut. Ich kann nicht für die Kleinen in der Menschheit reden. Ich kann nur aus unserer Erfahrung im Verkauf reden. Und wir sehen einfach haufenweise kleine Frauen, die zum Testfahrer zurückkommen und sagen ganz klar, hey, wieso gibt es das nicht schon viel länger? Jetzt mag ich meinen Mann nachher, jetzt fahre ich meinen Mann davon. Und, sorry. Wo ist das? Ja, das war ja ein bisschen B-Verlag. Ich habe es nicht selber konstruiert. Ich finde das Produkt einfach gut und ich sehe, ich meine, die ganze Technik, das Velofahren ist ja reine Physik, das ist eine ganz einfache Sache, wie das Velo funktioniert. Das verstehe ich ja alles, aber im Endeffekt und der Kauf ist effektiv. Er hat es auch gesagt, wenn du dich wohlfühlst, dann kauf es doch. Mhm. Wenn du es nicht kaufst, weil es scheiße aussieht, ein kleiner Rahmen, eine grosse Rede, ja noch, wenn du nicht damit kannst leben, dann kauf es nicht. Aber im Endeffekt, wirklich im richtigen Leben, bei uns im Shop, funktioniert es. Die kleinen Frauen, die kaufen ganz sicher das grosse Rad und ganz sicher mit das kleine. Ganz sicher. Aber jetzt hast du gesagt, hättest du ja nur die grosse. Also, dann kaufen die das Velo kaufen. Dann laufen sie mit dem Stimmen. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Kein Mittelmass. Bis jetzt. Ich weiss nicht, woher das 30 geht. Im Moment ist es einfach so, dass der grösste Teil bei uns läuft 29 Grad aus. Und wir haben nach wie vor kleine. Also 26 sind immer noch kleine. Was in einem Jahr ist, in zwei Jahren, ich weiss nicht. Und wir haben nach wie vor Testvelo und wenn die kleinen Frauen die vergleichen, dann kauft man sich keine und die verstehen. Echt? Ich kann nichts dafür, das ist einfach so. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Damen.